Im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes kommen natürlich wichtige Aufgaben auf uns zu. Wir haben gerade vorher, glaube ich, sehr gut auch vor Augen geführt bekommen, dass neben den großen Aufgaben des Außengrenzschutzes, der Entwicklung auch der Terrorismusbekämpfung, aber auch sozusagen des Wirtschaftsraums der Europäischen Union, den voranzubringen und die Brexit-Verhandlungen, Austrittsverhandlungen, natürlich vor dem Haus Europa sich schon durchaus Entwicklungen abspielen, die wir nicht beeinflussen können, auf die wir aber vorbereitet sein müssen. Wir haben gerade aktuell die Situation, dass der Atomvertrag von Seiten der Amerikaner gegenüber dem Iran ausgesetzt werden. Wir haben einen Konflikt in der Region, wo gerade die Hisbollah eine Rolle spielt vor dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Und das sind Entwicklungen, wo es weiteren Zündstoff in der Region geben kann und eine Entwicklung geben kann, die natürlich auch uns berührt. Ich denke, dass die Position, die wir ja beide seit geraumer Zeit auch sehr konsequent eingenommen haben, eine immer stärkere Unterstützung auch innerhalb der Europäischen Union erfährt, vor allen Dingen von der Bevölkerung. Und es ist ja unser Ziel auch im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes, ich sage ganz bewusst auch, das europäische Projekt den Bürgern näher zu bringen und die Bürger auch wieder stärker einzubinden. Und politisch, ja, es gibt Verbündete und es wird natürlich unsere Aufgabe sein, hier auch Verbündete für unseren Weg zu gewinnen, auch in der Frage gewisser Verhandlungsprozesse im Rahmen der EU-Verhandlungen mit der Türkei, wo wir ja auch Verbündete suchen, hier einen Abbruch dieser Verhandlungen auch sicherzustellen und eine besondere Partnerschaft in Aussicht stellen, ähnlich wie man das auch mit den Briten machen kann. Und ja, es wird im Interesse sein, hier auch mit den Briten, wie der Herr Bundeskanzler zu Recht gesagt hat, einen Weg zu finden. Wir brauchen einander gegenseitig und es wäre daher falsch, hier irgendwelche Revanchegelüste da im Zuge der Brexit-Verhandlungen von Seiten der EU zu leben. Das schadet uns ja auch. Also wir müssen hier einen gemeinsamen Weg finden und am Ende kann man nur die Hoffnung haben, dass sich eigentlich kaum etwas ändert, außer dass die Briten, die immer schon einen Sonderweg gegangen sind, heute kein Stimmrecht haben. Ich glaube, dass die Meinung der Bevölkerung zur Migrationsfrage einen ganz wesentlichen Anteil dazu hat. Glauben Sie, dass auch der Brexit mit dieser Frage etwas zu tun hat, dass sozusagen die Brexit-Abstimmung zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt kam, nämlich zu einem Zeitpunkt, als, glaube ich, pro Tag noch 10.000 Leute nach Europa und speziell nach Deutschland gekommen sind? Natürlich, ja. Das war auch ein Grund, neben anderen, aber das war auch ein Grund. Und natürlich hat die Europäische Union, die ja eigentlich immer sich auch so positioniert hat, zu sagen, wir sind das große europäische Friedensprojekt. Die großen Probleme kann man nur mit der Europäischen Union lösen. Dann kommt so ein großes Problem auf uns zu und dann gibt es ein Versagen dieser Europäischen Union an den Außengrenzen. Dann gibt es eine Entwicklung, wo auch nationalstaatliche Regierungen versagt haben, siehe Österreich, wo man keine Grenzkontrollen vorgenommen hat und einen ziemlich chaotischen Zustand hinterlassen hat, dann ist natürlich das auch ein Schaden gewesen, weil da ein Vertrauensverlust da war. Und den Vertrauensverlust müssen wir wieder kompensieren. Man sollte natürlich auch wirklich Untersuchungsergebnisse abwarten. Und wir haben ja eine ähnliche Situation auch aktuell in Syrien, Weißhelbe als Stichwort, wo ja auch unterschiedliche Behauptungen im Raum stehen und das natürlich dann immer sehr, sehr schwierig ist, ohne einer endgültigen Beweisgrundlage dann auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr vernünftig, einerseits solche Entwicklungen natürlich vehement auch zu verurteilen, aber in einer diplomatischen, vernünftigen Art sich, ich sage ja, bis zu einer gewissen Art neutral zu verhalten und die Gesprächskanäle offen zu halten. Auf welches Treffen freuen Sie sich denn mehr? Auf das nächste mit Putin, das schon ansteht, oder das mit Trump, das vielleicht demnächst mal ansteht? Also ich glaube, wir leben da eine gesunde Äquidistanz, oder? Und die gesunde Äquidistanz ist, glaube ich, der richtige Weg. Wir wissen, dass es natürlich da oder dort große geostrategische Player gibt und auch Interessenslagen unterschiedlicher Art gibt. Das ist ja auch am Beispiel Syrien augenscheinlich sichtbar. Die unterschiedlichen Interessen und auch die Vereinbarung der Russen und der Türken mit dem Iran bezüglich Syrien in Ankara werden ja von den Amerikanern, Briten und Franzosen und auch Israelis und den Playern im Raum zum Teil ja nicht akzeptiert. Und das sind dann die Hintergründe, wo da weitere Interessen aufeinander prallen. Und wir müssen versuchen, und ich glaube, das ist für uns Österreicher ein guter Weg, da oder dort vielleicht als Mediator uns einzubringen.